Ein neuer Tag und ein neues 25-Jahres-Set auf diesem Kanal mit heute der Tentive Nummer 4. Ja, ein Set, welches in der Lego-Community tatsächlich aktuell keinen guten Ruf genießt. Viele bemängeln ja diesen schlanken Aufbau der Tentive 4, aber ich persönlich finde den ziemlich gut sogar. Ich glaube, das muss erstmal jeder für sich selber entscheiden, wieso das erste Bauchgefühl von dieser Box ist, weil nur dann sollte man sich das Set auch kaufen, ne? Wenn es einem gefällt. Logisch, wir haben hier vorne die Tentive 4 auf dem Boxart, das Lego-Zeichen, die Tentive 4, unsere Plakette dort unten, Star Wars, dann nochmal die 25 Jahre da oben und natürlich das designfreie Boxart mit dem silbernen Streifen. Mein persönliches Highlight an dieser Box ist wieder mal das Seitenboxart, wo man nochmal die Tentive 4 von hinten mit ihren ganzen Triebwerken sehen kann. Was auch die Triebwerke zeigt, aber weniger spannend ist, ist die Rückseite dieser Box. Wir sehen hier unten nochmal die Maße des Schiffes, die Eindrücksiegel und da drüben nochmal ein kleiner Filmausschnitt, wo die Tentive 4 über Tatooine fliegt. Leider bekommen wir bei dieser Tentive 4 keine Special Minifigur dazu, deswegen sehen wir hier auch an den ganzen Rändern der Box keine Minifigur abgebildet, so wie bei der Invisible Hand. Da wir bei dieser Box wieder die Eindrücksiegel haben, natürlich, Cuttermesser darf nicht fehlen. Dann schneiden wir hier mal unter den Eindrücksiegeln den Kleber weg. Oh, das ging überraschend smooth gerade. Sonst schneide ich immer in die Lasche direkt rein. Und dann ziehen wir das Ganze hier einfach mal raus. So, zack, eins und Nummer zwei. Seht ihr, so schön einfach geht das. So, schütten wir das Ganze mal raus. Okay, da sind ja Teile lose drin. Seit wann ist denn das bei Lego so? Packen wir die Box mal nach dort. Insgesamt haben wir bei diesem Set 7 Tüten an der Zahl, eine Bauanleitung, einen Stickerbogen, wo die höchste Stickerpräsenz die Sticker bilden, welche an dem Triebwerk dann angebracht werden. Und interessanterweise, das habe ich persönlich noch nie gesehen bei Anniversary Sets oder generell bei Lego Sets bisher, 4 lose Platten ohne irgendwelchen Tüten. Widmen wir uns mal zuerst der Anleitung. Ich finde es hier mega cool, dass wir die Tente von vorne sehen. Was in diesem Zusammenhang noch sehr gut gepasst hätte, wäre, wenn wir hier hinten die Triebwerke hätten sehen können. Aber soweit hat Lego da nicht gedacht. Stattdessen werden wir hier hinten wieder mit der Star Wars Seite abgespeist. Was auch hinten drin ist, ist nochmal die Teilauflistung, dann Werbung für lego.com/productfeedback. Wenn das Set dann aufgebaut ist, sollte es so aussehen. Ich denke, ich kriege das ganz gut hin. Was in dieser Anleitung ebenfalls vertreten ist, was auch bei der Invisible Hand Anleitung so war, war dieses kleine Easter Egg oder diese kleinen Easter Eggs, wo man Minifiguren mit Stats andeutet und der R2D2 da unten noch ein paar Fakten dazu einblendet. Finde ich richtig schön. Auch was hier richtig schön ist, ist Werbung für die Builder-App. Natürlich, das haben wir jetzt alle gebraucht. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass hier wie bei der Invisible Hand nochmal ein paar Sätze der Designer dazu stehen. Do not tear the ship apart. For many fans, the Tentive 4 was the very first Star Wars ship ever seen. Bei mir trifft es nicht ganz zu, aber für viele Star Wars Fans auf jeden Fall. Dann sehen wir hier nochmal die Tentive 4 am Set, wo sie gerade gefilmt wird. Ich finde, das sieht sehr, sehr interessant aus. Vor allem sieht man hier auch, dass die Tentive 4 doch ein bisschen länger gezogen ist, ne? Deswegen verstehe ich die Meinung so vieler Fans gar nicht, dass diese Tentive 4 aus Lego hier schlecht aussehen soll. Hier drüben ebenfalls nochmal ein Filmausschnitt. Royals and Rebels. Auf der nächsten Seite haben wir dann nochmal Werbung für die 25-Jahres-Sets auf lego.com. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit der Anleitung, wie man einen Teiletrenner verwendet. Das brauchen wir natürlich auch, genau wie die Werbung für die Builder-App. Und dann geht's los mit Tüte Nummer 1. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Set aufgebaut habe. Und da bin ich auch schon fertig mit Bauen. Effektiv habe ich jetzt an diesem Set gut 1,5 Stunden gesessen mit einem Video nebenbei. Ich merke richtig, wie ich diese Tentive 4 zu lieben lerne. Denn je mehr Schiffe aus der Starship Collection ich baue, desto besser wird es. Hier mal ein Vergleich zu der Invisible Hand. So zusammen sehen die ja echt gut aus. Ich habe die beiden mal auf mein Regal da positioniert und so gucken, wie das aussieht. Und es ist einfach fantastisch. Ich weiß, sie sind beide zwar aus einer unterschiedlichen Zeitachse, aber trotzdem zusammen machen die sich echt gut. Nur mal so am Rande, die Tentive 4 ist ein kleines Stückchen länger als die Invisible Hand. Deswegen auch der etwas niedrigere Preis. Ich für meinen Teil würde ja nie den Lego-Preis für diese Tentive 4 zahlen. Ich habe es nämlich bei Smith Toys gekauft. Kauft es euch dort oder woanders, aber nicht bei Lego, bitte. Das hier ist unsere kleine Tüte mit Ersatzteilen. Die Tentive 4 schwebt ja hier so schön in der Luft herum. Dafür sorgt dieser Standfuß da unten. Wie auch bei der Invisible Hand bekommen wir hier einen 25-Jahre-Stein dazu. Und eine Plakette mit der Tentive 4. Diese beiden Teile sind bedruckt. Und wenn euch dieses Aussehen nicht gefällt, könnt ihr selbstverständlich hier diese Fliese oder dieses Lüftungsgitter abnehmen und dann mit dem Stein hier austauschen. Eine Minifigur hätte sie auch noch getan, aber das bekommen wir leider bei keinem Ship aus der Starship Collection. Anders als bei der Invisible Hand ist diese Tentive 4 nicht einfach auf Stats befestigt worden, sondern aufgrund der hohen Last, die diese Triebwerke hier mit sich bringen, ist die Tentive 4 hier auf 2 Technikpins draufgesteckt worden und man sieht es, die Connection ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Die reißt nämlich schon das Schiff aus der Verankerung, das sollte jetzt eigentlich nicht so sein.
Direkt über der Technikverbindung haben wir hier ein bisschen Detailarbeit und hier oben eine Radarstation. Diese lässt sich auch um 360 Grad einmal rundherum umdrehen und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ne, ich glaube, ich habe es verdeutlicht. Von dort aus geht es dann in Richtung Triebwerke. Hier ist leider alles oben und unten mit Sticker-Details geregelt worden. Und selbst ein Blinder würde erkennen, dass die weißen Sticker von Lego nicht mit den weißen Steinen matchen. Das wird bei zwei anderen Stickers in diesem Set noch deutlicher. Passt da also gut auf. Ich verstehe es auch nicht so ganz, warum printen die das hier und nicht das hier. Das hätten sie auch extra für dieses Set, was ja sowieso schon sehr viel kostet, printen können. Die Detailarbeit hier an den Seiten ist sehr gut gelöst worden, also auf jeden Fall für den Maßstab gut. Ihr baut diesen gesamten Triebwerke-Komplex übrigens in drei unterschiedlichen Ebenen. Zuerst die mittlere Ebene, dann die obere Ebene und dann die untere Ebene. Dann wird das Ganze wie so ein Sandwich zusammengesteckt. Wenn ihr euch überlegt, die Tente 4 zu holen, macht euch auf jeden Fall auf einen sehr großen Bauspaß bei den Triebwerken gefasst. Weiter geht's hier mit dem Schiffsrumpf. Ein bisschen Rot ist damit eingearbeitet worden. Leider ist die Unterseite nicht so schön gefliest worden wie bei der Invisible Hand. Ich ziehe die jetzt ziemlich oft als Vergleichsmodell mit rein. Und sicherlich habt ihr diese Pins hier schon bemerkt, das sind die Rettungskapseln der Tente 4. Da fehlt ja tatsächlich eine Rettungskapsel. Warum fehlt da eine Rettungskapsel? Das ist die Rettungskapsel, mit der R2-D2 und C3PO auf Tatooine gelandet sind. Ziemlich cool, dass sie dieses Detail mit eingearbeitet haben. Selbst in diesem kleinen Maßstab kann man sich darüber gut freuen. Über den Rettungskapseln des Blockadebrechers haben wir dann unsere Geschützstellungen mit jeweils zwei Geschützen hier pro Seite. Die könnt ihr auch bewegen in jede Richtung, außer nach oben und unten. Und diese zwei Turbolaser-Türme, diese sind 360 Grad drehbar, was ich ziemlich cool finde, gerade in dem Maßstab, und nach oben und unten schwenkbar. Weiter geht's dann hier mit dem Hals zur Brücke und hier sind die Sticker, die ich vorhin angesprochen habe, und da sieht man es ja sehr deutlich im Vergleich zum Rotton, das ist das Lego-Weiß, was auf den Stickers drauf ist, und das ist nicht gut. Bewegen wir uns mal von der Sauerei dieser Sticker hin zur Aussichtsplattform der Brücke oder auf jeden Fall zum Fenster. Das ist nämlich diese Sektion hier. Ich habe mir selber noch keinen Bauplan der Tente 4 angeschaut, deswegen bin ich mir unsicher, ob alles hier die Brücke ist oder nur dieser Bereich hier die Brücke ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es ja gerne mal in die Kommentare. Hier rechts ist auch nochmal ein Sticker und vielleicht sieht man das hier, aber der ist nicht ganz gerade auf der Platte drauf und ich habe mir schon echt Mühe gegeben, denn diese runden Teile hier, die sind nicht drehbar. Die sind auf diese Technikachse raufgesteckt worden. Deshalb sollte der Sticker echt möglichst genau zwischen diesen beiden Noppen hier platziert werden. Also ihr könnt diese Linie halt als Orientierung nehmen. Und gerade bei einem Set, was dafür da ist, um es auszustellen, ist das für mich ein absolutes No-Go. Wenn ihr euch noch fragen solltet, wo sind denn in diesem Set C3PO, Leia und R2-D2 verbaut worden, kann ich euch die Antwort liefern. Diese sind nämlich hinter diesen Paneelen in der Mitte von diesem Hals hier eingebaut worden. Und dann war es jetzt an der Stelle mit diesem Review von der Tente 4. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine positive Bewertung da und schreibt gerne eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare. Zum Abschluss würde ich diesem Set auf jeden Fall gute 7 von 10 Punkten geben. Wie schon angesprochen, die Sticker gehen an diesem Set meiner Meinung nach überhaupt nicht fit. Vor allem nicht bei weißen Stickern, weil das hat Lego nicht mehr gut drauf. Leider keine Minifigur dabei und ein ziemlich hoher Preis, wenn ihr das bei Lego direkt kaufen solltet. 7 von 10 Punkten sind da auf jeden Fall sehr, sehr gerechtfertigt. Ich für meinen Teil freue mich schon sehr auf das Review des Midi-Scale oder Starship Collection Millennium Falcon, denn ich konnte mich in der letzten Zeit richtig mit dieser Starship Collection anfreunden. Dahinter stecken richtig gute Möglichkeiten, riesengroße Schiffe in kleine Formate als nettes Displayset rauszubringen. Und beim richtigen Händler kriegt man das ja sowieso für gutes Geld. Man muss sich nur umschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Und dann hören wir uns im nächsten Review, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.